in dieser Zeit, wo das eben aufkam bei mir, da habe ich so ein inniges Verlangen gespürt. Das konnte ich gar nicht erklären, wo das herkommt. Das hat sich nicht angefühlt, als würde es von mir kommen. Ich möchte Priester werden. Ich möchte auch mal am Altar dienen dürfen und Liturgie feiern dürfen. Ich bin Jonas. Ich bin Oberministrant in St. Anton in Kempten im Allgäu. Ich habe während der Abiturphase eine Liebe zur Liturgie entwickelt. Das heißt, ich habe beim Ministrieren einfach viel damit zu tun gehabt und bin dann immer öfter auch gegangen und habe viel ausgeholfen. Durch den vielen Kontakt mit der Liturgie habe ich mich ein bisschen in Liturgie verliebt und auf dieser Grundlage konnte dann so eine Art, ich würde sagen, Berufung wachsen. Und deswegen habe ich mich dann nach langem Hin und Her dazu entschieden, ins Priesterseminar einzutreten und habe jetzt fest vor, eines Tages zum Priester geweiht zu werden, also wurde mich weihen zu lassen, besser gesagt. Jetzt bin ich in dem ersten Jahr der Ausbildung im Propädeutikum, das ist ein vorbereitendes Jahr aufs Studium. Da lernt man dann die alten Sprachen und wird so ein bisschen ins geistliche Leben eingeführt. Das bereitet mir große Freude und ich führe das eben ganz klar darauf zurück, dass es eben durch das Ministrieren so in die Liturgie hineinwachsen durfte. Dieser Beruf hat natürlich viel damit zu tun, dass man für die Menschen da ist, dass man dient. Und das hat mir auch in der Gemeinde immer Freude bereitet, mit den Jugendlichen oder auch mit den Erwachsenen und auch den älteren Menschen einfach ins Gespräch zu kommen und zu reden, für auch mal da zu sein, wenn jemand kommt. Und es ist einfach aus Liebe zur Kirche und zu Christus entstanden. Zusammenfassend könnte man also sagen, ich möchte Priester werden, weil ich den Menschen die Sakramente spenden möchte, weil ich die Liturgie feiern möchte, gemeinsam mit den Menschen und weil ich allen Menschen das Evangelium verkünden möchte. Ich möchte mein ganzes Leben Christus geben. Und was ist dein Ruf?